Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, heute geht es nicht um unser Auto. Wie ihr schon im Titel gesehen habt, geht es heute um Mr. Duits S-Klasse. Er kommt zum TÜV, oder besser gesagt, wir fahren jetzt dahin und holen uns das Auto ab. Er muss noch irgendwas noch machen am Stand, Heizung oder so. Das, also wir werden jetzt dahin gehen und auf jeden Fall das Auto abholen und morgen machen wir TÜV. Ich bin selber gespannt, wie er sich fahren lässt. Vielleicht gucken wir uns den Wagen auch einmal da ganz schnell an. Nicht, dass er irgendwas ja, übersehen hat, und das Ganze hat sich dann geklärt. So, bis gleich, wenn wir bei Mr. Duits sind. Ja, also ich bin ja hier bei Mr. Duit jetzt, ne, sollte ja die S-Klasse hier holen, die müssen da was machen. Und was darf ich machen? Natürlich Kaffee für Mr. Duit. Oh, Mehmet, möchtest du Kaffee? Nein, danke. Jetzt erstmal Kaffee machen und dann geht's weiter hier. So prüfst du das auch, anders nicht. Bruder, nimm doch bitte eine Philips-Lampe hier. Mit deinem kleinen Zahnstocher da. Philips-Lampe hier, macht der Werbung für Philips hier. Ja, weil die geil sind, Mann, das ist so. Also, danke schön, er hat mir gerade eine Philips-Lampe geschickt. Natürlich. Guten Freunden tut mir eingefallen. So. Mal das mal Licht. Na, das ist recht gut. Wie gesagt, also das einzige ist ganz, ganz leichtes Spiel, aber das ist okay. Das ist echt? Ja, das hat man. Oh, ja. Ja, schon noch höher. Hier ein bisschen. Oh, oben? Ja, ganz ein bisschen. Aber guck mal, jetzt wo du das machst. Ja. Der hier wurde mal erneuert. Ja. Oder war da was Blaues? Ah, guck mal da, das Blaue. Ja, der ist neu. Der ist von Meile. Guck mal, hier hast du nichts. Und hier drüben, wenn du haust, ganz wenig. Minimal, ja. Minimal, und der ist nicht neu. Okay, den werde ich tauschen. Ja, den kannst du irgendwann aber mal. Aber wieder diese Amateure, die nur eine Seite. Ja, hier hast du auch ein bisschen, das ist aber Radlager, ja. Das ist einmal nachschrauben. Ja, einmal einstellen. Richtig, Stabi-Gummis. Ja, aber dann müsstest du auch irgendwann wechseln. Welchen Stabi? Diese Stabi-Gummis hier. Oh. Siehst du? Nee, ja. Die musst du irgendwann wechseln. Okay, die wurden nie gewechselt. Ja, ja. Aber Zugstrebe und Querlenker müssen ja neu sein. Ja, jetzt eigentlich normalerweise mit Brechstange, aber ich sehe schon, ist in Ordnung. Drüben war auch in Ordnung. Bremsen. Oh. Ja, bitte einmal einfahren. Oh. Schön. Mhm. Kürzer oder sehe ich das jetzt falsch? Was? Schlecht, weil alles so verrostet aussieht. Die Bremsscheiben und Klötze haben die neu gemacht damals. Soll ich weiter hochfahren? Ja, kannst du bitte. Dann können wir eigentlich auch den Unterboden eben dran machen. Ja. Hupe und so hast du ja gemacht, ne? Hupe geht alles, ja. Reifen kommen so neu? Vorne kommen, Reifen komplett neu. Ja. Ja, wir kontrollieren den Wagen einmal auf TÜV. Nicht, dass wir umsonst den wegkriegen. Ja. Sonst alles gut. Ha? Sollte ich hier noch eine Spureinstellung machen, Schenner? Warum? Wird ein bisschen schwer, ne? Ich dachte, die hast du alle neu gemacht, dachte ich. Nein, die waren neu. Also ich habe die Rechnung gesehen. Vor 2,5 Jahren wurde das neu gemacht. Aber hier ist Federbein. Ja, hier fehlt eine Plastikabdeckung. Ja, das ist stimmt. Das ist nicht Plastikabdeckung, die Lichter auch und hier auch. Können wir gerne drauf machen? Muss. Nein, nein, alles gut. Ist nicht der Fall. Aber warum ist der hier so ein bisschen feucht? Weil ich gewaschen habe. Hier müsste er auch feucht sein. Guck mal. Ah, okay. Das ist Wasser von. Von gestern noch hier, wo hier, du wo ich die Bremsflüssigkeit abgelassen habe, wasche ich das immer. Hm. Müsste ich aber auch so machen, oder? Nicht. Ja. So, hinten die Querlenker sind neu. Ja, ich wollte die Federn kontrollieren, aber der hat ja keine Federn. Nee, der hat das Luftfahrwerk weg und die sind dicht. So, Bremssteuer, das ist auch aus. Da wurde schon viel Geld reingesteckt. Ja, also der hat 3.700 Euro reingesteckt. Ja, das sieht man.
Also ich muss sagen, Hintertaxe ist gut, Auspuff ist gut. Ja, da bin ich echt stolz drauf. Ja. Auto, also ja. Vom TÜV her brauche ich dir nichts sagen, aber das hast du ja alles gemacht, ne? Ja, ich habe komplett, da ist Unterbodenschutz, aber... Ja. Ja, alles gut, ja. Also ich muss auch... Hast du den Motor sauber gemacht, Gino? Ja, nur ein bisschen, nach dem Ölwechsel. Krass. Ja. Was man natürlich gemerkt hat, hier war ziemlich viel Öl, aber das ist alles vom Turbo. Ja, über die Jahre. Ja. Und die Leitung... Die Leitung muss aufpassen. Die muss ich mal irgendwann neu machen. Ja, die wird dir auf jeden Fall kaputt gehen. Ja. Da ist von der Klimaanlage, warum auch immer die so rostet. Aber ich habe mir zwei Sachen vorgestellt. Wenn ich das mache, dann wechsle ich auch den Kühler gleich. Warum? Ja, der Kühler ist auch nicht der beste. Nee, weil der hat, hier sieht man, guck mal, siehst du diese Wölbung? Ja, der ist tot. Ja. Also noch funktioniert es. Ich habe den richtig sauber gemacht. Da war richtig Dreck drin. Aber du hast den noch gar nicht gefahren, ne? Ja, nur hier im Kreis einmal. Also so... So 50, 60 km noch nie. Du hast hier komplett hier alles geschweißt, ne? Genau, ist komplett alles neu. Ich muss aber sagen, das habe ich auch in Videos gesehen. Das Problem war wirklich für mich, ich sehe hier unten das Ding, hier, und denke mir, ach, ein bisschen Rost, machst du sauber, fertig. Genau. Ich mache dieses scheiß Plastik ab. Aber ich kenne das auch bei diesen S-Klassen, dass immer hier Dings durchrostet. Ja, aber doch nicht so, Alter. Nein, also das, was ich bei dir gesehen habe, habe ich auch noch nie gesehen. Das war ja, aber das konnte ich hier überall mit dem Daumen. Yeah, reindrücken, überall. Und jetzt aber richtig massiv. Das habe ich schön gemacht. Gott sei Dank, hier drüben hat es dann auch ein bisschen gehabt. Ne? Das war auch Katastrophe. Ja. Schön, ja. Aber wie gesagt, wenn das Auto die nächsten, ich denke mal, die nächsten 6 Jahre. Ach, wirst du Spaß haben. Ja, weil was wir natürlich jetzt nicht kontrollieren können, ist einmal Bremsen. Bremskraft. Bremskraft können wir nicht, also auf die Rolle und AU. Ne? Also die ich beiden muss jetzt Sachen. Echt zugeben, mein 2,0 TDI stinkt auch. Ja, das ist auch, das ist ja VW. Ja. Wir merken, dass der auch sehr schön weich schaltet. Ja, bin mal gespannt, wenn wir morgen sehen, was Sache ist. Ich bin gespannt. Was sagst du? Ich bin... Hä? Ich denke mal, ganz ehrlich, also wenn ich so vergleiche mit anderen Autos... Also vom TÜV, also bis auf leichtes Spiel, Radlager, bei Mercedes darf der haben. Und wenn nicht, kann ich den noch einstellen morgen ganz schnell. Aber ich bin nicht der TÜV-Prüfer, ne? Der TÜV-Prüfer guckt sich den natürlich genau an. Und wenn er jetzt das jetzt... Also wenn er das bemängelt, tauschen wir es sofort, fertig. Also aber ich werde das sowieso tauschen. Reifen ist okay, ist noch eine Verschleißgrenze, aber du hast ja neue, ne? Ja, wenn er TÜV bekommt, melde ich den sofort an. Ich weiß, ja. Und fahre direkt zum Felgendoktor, weil der macht die Alufelgen nochmal fresh. Und mach direkt dann die Reifen drauf. Bei Felgen doch. Die reparieren, wuchten Felgen. Man sagt immer Reifenwuchten, aber der wuchtet doch Felgen. Ja, das also der macht ohne die Reifen, wuchtet er die. Habe ich ja gesehen noch. Dann fasst du die Felge an und denkst, boah, wie heiß. Ja, die wird erwärmt und dann richtig geformt auf unserer Maschine. Also das ist Profi-Equipment. Ja, bei ihm sind auch, muss ich jetzt zugeben, fast alle Borussia-Spieler lassen bei dem seine Felgen machen. JP selber ist Kunde. Nee, ich freue mich auch, den kennenzulernen. Ganz also der hat schon seinen Namen, dass sozusagen auch prominente Leute dahin gehen. Ja. Und das ist ja immer schon. Er muss immer Qualität abliefern. Nachdem die Felgen und Reifen neu sind, kommen Schönheitsreparaturen. Lack. Hier ein paar kleine Plastikteile von außen. Also dann, weil man sieht ja immer noch, hier ist der Dreck von vor zwei. Also ich habe wirklich die Info jetzt 100%, der stand 2 Jahre und 7 Monate. Und zwar so, frag mich nicht warum, hinten das Fahrwerk war noch oben, aber vorne hat er komplett den Boden geküsst und diese Idioten, ich will keine Namen nennen, ich weiß selber nicht, wie sie alle heißen, sind dann, weil sie ungeduldig waren, die hätten ja 2 Minuten warten können, bis die Pumpe den Wagen hochpumpt, haben vor und zurück gesetzt und haben hier das ganze Teil ein bisschen massakriert. Also ich guck mal, ob ich komplett eine neue Schürze hole oder ich kann ja auch mit dem Föhn das Ganze ein bisschen richten. Ja, also kannst du AMG-Schürze. AMG-Schürze, ja. Du hast doch DM. Ja, aber das fährt doch mein über 60-jähriger Vater. Ah ja, okay. Dann soll das ist ja jetzt nicht so ein junger Spund, der... Ja, weil das Problem bei solchen Autos ist immer, die kaufen so junge Spunds, kaufen das. Und warum? Weil es so günstig ist, weißt du, 2.000-3.000 Euro. Und dann denken die, okay, ich fahre mit denen, dann kommt die erste Versicherung. Erste Steuer und dann sagen die, da funktioniert einmal R-Matic nicht, sagen die auf einmal 2.000 Euro und dann steht das Auto auf einmal. Nö, auf jeden Fall. Nicht das ist das Hauptproblem, weil die Leute, du siehst ja auch immer, wenn da einmal einer anfängt, siehst du zweite Hand, dritte, vierte, fünfte, sechste Hand, dann weißt du sofort, die fahren einfach, das ein Jahr und geben es wieder ab. Weil das ist R-Matic ist sowieso das
das Teuerste hier dran. Und wenn der mal was dran hat, dann verkauft jeder das Auto und macht es nicht fertig. Erstens. Obwohl das vielleicht nur hier, wie bei dir, vielleicht mal so ein Luftschlauch ist. Ja. Ne? Wir haben heute noch einen Fehler gefunden. Das Airmatic hatte ab und zu einen Fehler ausgespuckt. Da war das Kabel nicht richtig drin. Ja. Stell dir mal vor, immer ein Kabel nicht richtig. Nee, das war so eine Kotzerei alles. Und deswegen bekommt er auch wegen Baba, der bekommt wieder Ballonreifen drauf, damit das Airmatic-Fahrwerk und die Reifen schön in Harmonie das ganze Fahrzeug schweben lassen. Ich sage immer Wohnzimmer auf vier Rädern. Ja, und innen haben wir überhaupt nichts zu befürchten. Nein. Keine Fehlermeldung im Steuergerät, keine, gut, eine Meldung ist da, aber wegen Klimaautomatik. Das ist aber das dichte Frillo. Nein, nein, aber das ist jetzt... Also hat mein Passat auch, trotzdem funktioniert alles, ich weiß also nicht. Also ich habe alles geguckt, was TÜV-relevant ist, also ich habe nichts gesehen, bis auf Querlenker-Manschette. Ja. Aber das ist okay. Ne, also wie gesagt, morgen guckt sich der TÜV-Brief mal nochmal an. Ich freue mich. Es kann sein, dass ich irgendwas nicht gesehen habe, was er sieht. Aber vielleicht kann ich das auch so hier, Radlager kann ich auch schnell einstellen, wenn überhaupt notwendig ist. Aber sonst sehe ich nicht. Sind wir gespannt? Also ich denke mal... Der TÜV-Prüfer ist dafür da, um uns auch die Sicherheit zu geben. So, wenn er was sieht und sagt, guck mal, das ist ein Dorn im Auge. Das muss gemacht werden, So, da wird gar nicht diskutiert. Buff. Also ich bin keiner... Du kannst auch nicht diskutieren. Nein, nicht. Nein. Ja, es gibt genug da draußen, die da mit so und so TÜV machen. Ja, die siehst du auch nicht. Guck mal, ich habe die Windschutzscheibe wegen einem kleinen Steinschlag im Sichtfeld. Weißt du, wie viele mir eine E-Mail geschrieben haben? Lass das flicken. Nein, sowas gibt es nicht. Ja. Deswegen eine Windschutzscheibe neu. Bei einem Auto, was ich 1000 Euro bezahlt habe. Also da sieht man auch meinen Willen, dass ich das alles vernünftig anfange. Ja, aber das ist so richtig, weil da hätte ich auch nicht geschafft. Nein, mein Vater fährt damit und nimmt vielleicht mal meinen Sohn mit oder so, dann ist sein Enkel. Frau Schirr, eine Frage, was hast du jetzt, wenn du es sagst, weil ich habe die Liste ja gerade gesehen. Was wie viel habe ich ausgegeben? Wie viel hast du jetzt komplett ausgegeben? Also 1000 Euro, Auto ist okay. 1000 Euro das Auto, Inspektionspaket, die kompletten Sitze, dies und das, also Kleinigkeiten, Pflegemittel, was war noch so? Also so ein paar Pollenfilter, Luftfilter, so eine Sachen alle. Insgesamt mit jetzt den vier Reifen plus der Scheibe liegen wir noch unter. Dann machen wir mal eine kleine. Du fährst und nicht? Nee, du fährst. Okay. Gut. Ich will ja deine fachmännische Meinung wissen, auch vom Fahrgefühl her. Und das ist das erste Mal, dass dann das Auto mehr als 20 km/h fährt. Und danke nochmal, Shadow. Ja, danke. Das ist Qualität, was in der Werkstatt sein muss. Geil, ja. Also ich bin auch wirklich Philips dankbar, dass die mit mir zusammenarbeiten, weil die Dinger sind einfach genial. Ich benutze die jetzt schon durchgehend seit 2,5 Jahren. Top. Ich war mir mal geizig, die zu holen. Ist nicht schlimm, jetzt kannst du die benutzen und kannst sie weiterempfehlen. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich jetzt schon. Mr. Duit hat ja TÜV bekommen. Er weiß das aber nicht. Ich werde ihn jetzt anrufen und sagen, er hat keinen TÜV bekommen. Mal schauen, wie er reagiert. Ihr seid live dabei. Also nicht vorgespielt, gar nichts. Ihr seid live dabei. So. Ich rufe einmal Mr. Duit an. Hallo? Hey, Shenow, wie geht's dir? Oh, ich hoffe gleich gut, mein Freund. Oh, geht's dir davor? Ging es dir davor gut? Nein, ganz schlecht, mein Freund. Okay, wir haben einen Querlenker hinten nicht gesehen. Ja, Maler. Ja, wir haben alles super, alles gut, alles top. Vorne der Querlenker, alles super, hat er angeschaut. Bremswerte waren ja sowieso super. Aber hinten habe ich einen Querlenker, also haben wir beide übersehen. Der obere. Der obere, Ja, der obere Querlenker. Ne? Ja, also wir haben da nochmal probiert, weil da war jede Menge Dreck drauf. Ich sollte den da ein bisschen sauber machen und schauen, ob der echt so gerissen ist. Aber der ist gerissen und ausgeschlagen halt. Hast du nur mit der Brechstange gesehen? Warte lang. Ja. Ja, aber mach dir keinen Kopf. Das ist ja nur ein Querlenker. Machen wir ganz schnell einen Querlenker und dann hast du Ruhe. Ja, aber wann kommt der denn wieder? Nächste Woche natürlich, ne? Oh nein. War Spaß, Mann, Herr TÜV. Ja. Ich hab wirklich jetzt gedacht. Ja. Ich bin doch bei eBay. Ich bin Wanderer bei eBay.
Du bist schon bei eBay? Ich wollte schon gucken gerade, wie ich Nein, nein, war gut. Ich wollte dich ärgern, weil ich das auch gerade aufnehme. Hier. Für meinen Video gerade aufnehme. Und ich wollte einfach deine Reaktion sehen. Du hast das jetzt, was ich gesagt habe, aufgenommen. Alles aufgenommen. Alles. Oh nein, ich dachte jetzt wirklich, meine Gebärmutter kommt. Ja, ich weiß. Nein, nein, alles super. Reifen, Verschleißgrenze nur. Das war's, sonst war ja nichts dran. Ja, aber hast du ihm gesagt, sobald... Ja, das ist Verschleißgrenze, also ist echt noch grenzwertig, die Reifen, aber ist okay. Ne? Verschleißgrenze, sonst war top, der genau. Wagen ist top. Nee, die kommt sowieso Montag oder Dienstag, fahre ich ja hin. Ja. Kommen alle raus, die Reifen. Ja, guck mal, ich werde dir den heute Abend vorbeibringen, das Auto. Ja gut, dann komm vorbei. Ja, oder willst du den heute abholen und nach Hause fahren? Mir ist egal. Nein, du kannst auch gerne kommen, weil ich werde den sowieso spätestens, wenn alles klappt, gehe ich morgen früh zum Amt und melde den an. Ja, du kannst ja machen, aber du musst mich wieder zurückfahren. Heute. Ja klar, kann ich machen. Dann. Alles klar, dann komme ich, aber wie lange bist du denn da, Shenlong? Bruder, solange du mir diese drei Buchstaben gesagt hast, ich bin bis 1 Uhr da. Wenn du alles gut, weil ich brauche ein bisschen heute, also ich schätze mal so 20 Uhr 30 wäre ich da. Alles klar, ich warte. Alles klar, schön. Bis morgen. Ach, bis heute. Ja, ciao. Bis später. Ciao. Ja, das war ja aber eine geile Reaktion, ne? So freut man sich. Erst war er voll traurig, also nein. Und dann hat er sich gefreut. Geil. Shannon ist fertig mit seinem Video. Und Shannon, wie war der Anruf? Der war im Nachhinein schön, aber da im Vorfeld scheiße. Ja. Ich habe wirklich gedacht, ich meine, ich kenne dich ja auch noch nicht so lange. Ich weiß jetzt nicht, wann ist bei ihm Ironie und wann ist Ernst. Das muss man ja alles irgendwie über die Zeiten kennenlernen. Und ich habe wirklich gedacht so, aber ich hätte sofort Klick-Klack machen müssen, weil oberer Querlenker, da habe ich gar nicht geschaltet, weil oberer Querlenker hinten, aber ich habe direkt bei eBay gesessen. Ja. Ich denke, oberer Querlenker, alles klar, eingegeben und sehe da irgendwelche Buchsen. Und ich denke, Und dann hast du direkt ja gesagt... Nein, war Spaß. Ja, ich weiß. Aber ich wusste, ich hoffe, du hast das rausgepiepst. Ne? Ich habe da ein bisschen... Ja, das also ein schönes Fluchen. So vom ja, auf jeden Fall. Du Schwein. Ja. Aber ich muss sagen, Shannon, echt, der lässt sich so geil fahren. Ja. So geil fahren. Ja, ich verkaufe Luftfahrwerk. Ich verkaufe ihn nicht. Also wenn du den verkaufen sollst... Also ich war echt am überlegen, ob ich den überhaupt bringe. Vielleicht zeigst du nochmal für deine Zuschauer die Tafel, damit die vielleicht auch nachvollziehen. Die können das ja sehen. Also was schätzt ihr, was Shannon hier ausgegeben hat für sein Auto? Oh, da müssen die ja alle Videos gucken. Nee, die können ja letztes Video auch gucken. Aber die wissen ja nicht, was alles passiert ist. Ja, sehr, da müssen die alle Videos gucken. Ja. Guck mal, hier allein liegen die alten Sitze, nur mal zum Verständnis. Ja. Die Türpappen und die alten Sitze, die habe ich jetzt alle auseinandergenommen, weil das zum Schrott geht. Ich brauche nämlich hier Platz wieder. Türverkleidung und die Dings, das zum Beispiel ist eine Sache, die neu gekommen ist. Ja, eine Sache auf jeden Fall. Also das ist echt sehr, sehr interessant. Also S-Reihe, die Reihe, also feiere ich selber, genau. Die S-Klasse, S-Reihe, sage ich schon. Für deine Zuschauer vielleicht nochmal, also jetzt ist der nächste Step. Ich habe auch eine Playlist gemacht, also wenn einer quer einsteigt, der kann auch alles runterrattern. Was jetzt noch kommt, ist die zwei Kleinigkeiten am Motor und dann geht er zum Lackierer oder zum Felgendoktor. Ich weiß nicht, eins von den beiden jetzt. Mal gucken, wer besser Zeit hat. Und dann, also der wird auf jeden Fall nochmal Smart Repair, ja. Wird nochmal ein bisschen beilackiert, ein paar Rostflecken da an den Türkanten, am Radlauf. Und danach geht er zum Felgendoktor. Die Felgen sind original, Mercedes-Felgen, und werden komplett erneuert. Also die werden wieder picobello gemacht. Und dann kommt als i-Töpfelchen ein Stern drauf. Und dieses Auto, das wissen ja viele von euch nicht, ist ein Auto, was ich für 1.000 Euro gekauft habe, in diesen Zustand gebracht habe, also dass wir jetzt TÜV haben. Und das Auto werde ich meinem Vater schenken und er weiß davon noch gar nichts. Ein Auto für Baba. Ein Auto. Genau. Deswegen sagen wir die ganze Zeit Baba-Auto. Weil ich sag Baba-Auto. Vater ist heißt Baba auf Türkisch. Ja. Und deswegen sage ich immer, aber man hat es immer so genannt, ne? In unserer Baba-Auto. Jugend auch. Genau, Baba-Auto. Baba-Auto. Oh, da kommt Baba-Auto. Ist auch so. Also zwischenzeitlich war Zuhälter-Auto so die Rubrik, aber dann, ja. Aber ich muss schon sagen, innen drin und so, alles geil. Ja, ist schon gut. Also ihr müsst euch echt die Reihe reinziehen, also das ist echt geil. Was Mr. Do It hier gemacht hat, für wenig Geld, komplett, schon krass. Also wenn einer von euch einen guten Sattler kennt, der dieses Lenkrad auf Vordermann bringt, könnt ihr euch gerne bei Mr. Do It melden, weil das ist das Einzige, was mich stört bei dem Wagen. Sonst ist das Auto echt geil. Ja, aber das Lenkrad war schwarz vorher, ne? Das hättest du so gelassen, ja, ich. Ja, aber das ist das Einzige, was mich stört. Nein, schwarz.
so abgegriffen war der. Ach so. Das Leder, was drauf war, ist so. Ach so, ja, abgegriffen. Das stimmt, kenne ich. Ja, ey, weiß ich. War, ja. Da war gar keine, kein Futter mehr. Ja. Bruder, die Tür und so, das war hier alles war schwarz. Ich weiß, war das habe ich gesehen. Weil irgendwann, wenn du sehr viel reibst, dann geht dieses Leder irgendwie weg und dann hast du Party. Ah, ich muss aber sagen, das ist geil. Luftfahrwerk, Traum. Nur die Farbe, die würde mir persönlich, also mein Auto muss von innen was schwarz denn? Sein. Ja, weißt du warum? Ich also bei mir auch, weil wir Mechaniker sind. Scheiße da. Ja, weil wir Mechaniker sind. Weil ja. Wir sind den ganzen Tag so, ne? Ich bin ja auch so angezogen hier. Und wir sind hier ganzen Tag so. Katastrophe, Digga. Mein Vater ist ja kein Dreckspatz wie ich. Aber das ist... Ne. Aber dein Vater wird sich freuen. Digga, du wirst ja dabei sein, wenn wir die Übergabe machen. Da freue ich mich schon. Was dein Vater für Reaktionen hat. Ich bin echt gespannt, ja. Das wird geil. Auf jeden Fall, wenn Mr. Duke nicht folgt, einmal folgen. Ach. Unten ist das Ganze verlinkt. Genau, folgen wir auf Twitch. Und so, komm, wir fahren jetzt nach Hause. Auf jeden Fall. Wir sehen uns. Bis dann. Danke. Ciao.